Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Heute machen wir weiter mit unserer Schnittserie. Unser Thema sind die Zwetschgenbäume. Alle Regeln und Prinzipien, die wir in diesem Video erklären, gelten nicht nur für Zwetschgen, sondern auch für Pflaumen, Ringotten, Mirabellen und Kricherl. Wichtig beim Schnitt von Zwetschgenbäumen ist zu unterscheiden, ob es sich um sehr fruchtbare oder um etwas weniger fruchtbare Sorten handelt. Weniger fruchtbare sind meist etwas ältere Zwetschgen- oder auch Ringlottensorten, so wie eine, vor der wir hier stehen, das ist die Hauszwetschge. Die Hauszwetschge wächst sehr charakteristisch. Eher stark, breit, ist in den ersten Jahren etwas weniger fruchtbare als typischerweise etwas modernere Sorten. Bei sehr kräftig wachsenden Bäumen gilt es jetzt hier vor allem mit wenig Schnitten möglichst viel Licht in den Baum hineinzubekommen. An unserem Beispiel hier haben wir einen Baum, der sehr reichlich garniert ist mit Seitenästen und teilweise schon etwas zu dicht wird, vor allem im unteren Kronenbereich. Jetzt gilt es hier mit einigen wenigen Schnitten Licht in den Baum hineinzubekommen und Äste auch ganz herauszunehmen. Besonders gilt es auch bei so sehr starkwüchsigen Sorten auf keinen Fall einjährige Langtriebe. Hier haben wir zum Beispiel dieses Jahr einen Zuwachs gehabt von über einem Meter, in der Mitte einzukürzen. Mit diesen Schnitten würde man das Wachstum noch deutlich mehr anregen und deswegen sollten sie auf jeden Fall vermieden werden. Wenn man solche Triebe hier entfernt, dann unbedingt ableiten auf schwaches, nach außen stehendes Holz. Generell ist es bei diesem Wuchstyp von Zwetschgen wichtig, auch am Ende immer wieder mal einfach die Triebe gehen zu lassen, die man bei anderen Obstarten oder Sorten schon herausnehmen würde. So schneide ich zum Beispiel hier immer wieder einzelne lange Triebe heraus, aber belasse dahinter auch fruchtbares Holz. Hier, wo ich beispielsweise drei starke Triebe habe, entscheide ich mich auch, lediglich einen Trieb davon herauszuschneiden. Hier entferne ich einen Stummel, der in den letzten Jahren geschnitten worden ist, schneide wieder einen Trieb heraus und belasse einen anderen. Jetzt haben wir hier im Inneren des Baumes noch ein, zwei Wasserschosse, die unbedingt entfernt gehören. Diese befinden sich in diesem Fall hier, sind in den letzten Jahren besonders steil und stark gewachsen und so etwas gehört ausnahmslos entfernt. Nun schneide ich auch noch auf der anderen Seite des Baumes manchmal etwas zu steile Äste heraus. Und das ist eigentlich für den unteren Kronenbereich auch schon wieder genug und wir können uns jetzt um die Mitte und um den Wipfel kümmern. Auch hier jetzt beim Wipfel im obersten Kronendrittel geht es darum, eher Triebeäste ganz herauszunehmen und nicht zu viele unnötige kleine Schnitte zu machen, um nicht Wachstum noch mehr anzuregen. Deswegen nehme ich beispielsweise hier Triebe ganz heraus. Auch dieser ist nur Konkurrenz für die Mitte. Auch die weiteren Konkurrenztriebe entferne ich. Entscheide mich jetzt hier oben bei der Mitte auch nur für einen Trieb. Und entferne hier noch den stärksten Konkurrenztrieb. Nun werde ich auch noch zwei steile Triebe herausnehmen und auf schwaches, fruchtbares Holz ableiten. Und nach diesen Schnitten kann man diesen Baum auch schon wieder belassen. Nun widmen wir uns auch noch sehr fruchtbaren Typen
des Zwetschgenschnitts. Nun stehen wir hier vor der Zwetschgensorte Top End. Top End ist eine deutlich fruchtbarere Sorte als die Hauszwetschge. Diese macht auch schon Blütenknospen und trägt am einjährigen Langtrieb. Ganz markant und typisch sind hier auch die Bildung von Knospendrillingen. Das zeigt, wie fruchtbar und ertragreich diese Sorten sein können. Im Gegensatz zu sehr starkwüchsigen Sorten kann man hier jetzt auch vermehrt wieder auf flaches, nach außen stehendes Holz ableiten. Und das möchte ich jetzt auch machen. Entferne hier Holz, das zur Mitte wächst. Aber auch bei sehr fruchtbaren Sorten kann man natürlich Triebe ganz herausnehmen. Ganz besonders, wenn sie zu stark wachsen, ist das Innere zu dicht wird. So wie in diesem Fall, wo der Ast beinahe doppelt so dick ist wie alle umliegenden Äste. Nun nehme ich hier auch noch auf der anderen Baumseite einen Trieb in der Mitte ganz heraus, weil es einfach zu dicht wird. Leite hier einmal einen Trieb ab. Mache das hier oben auch noch ein zweites Mal, entferne die stark wachsenden steilen Triebe. Und nun können wir uns auch schon der Mitte widmen. Hier kann man jetzt sehen, dass in den letzten Jahren schon eine neue Mitte aufgebaut worden ist. Hier entferne ich die starke Konkurrenz. Und jetzt geht es schon um die Trieb- oder um die Baumspitze. Hier haben wir im Moment drei steile, stark wachsende Triebe. Hierbei entscheide ich mich jetzt für den schwächsten der drei und entferne die anderen. Bei fruchtbaren Bäumen, die wie der hier eigentlich typisch schon bereits relativ ruhig wachsen, ist mit diesen wenigen Schnittmaßnahmen der Baumschnitt eigentlich sehr schnell erledigt und kann nun als abgeschlossen betrachtet werden. Auch bei so fruchtbaren Sorten wie Top End ist es wichtig, nicht unnötig Holz zu produzieren. Das passiert vor allem, wenn man einjährige Triebe, wie hier beispielsweise in der Mitte oder bei einem Drittel circa, einkürzen würde. Es gibt eine Ausnahme, bei der man das machen kann. Das ist, wenn im untersten Kronenbereich die Äste, die Triebe zu schwach wachsen. Das ist in diesem Fall aber nicht der Fall und deswegen belassen wir den Baum so. In unserer Baumschule haben wir sehr viele verschiedene Zwetschgensorten im Sortiment. Sowohl alte als auch moderne Sorten, schwachwüchsige und starkwüchsige. Diese sind sehr detailliert auf unserer Homepage beschrieben. Die Links dazu findet ihr in der Infobox und in der Videobeschreibung. Auch möchten wir euch darauf hinweisen, dass November und März, also auch das kommende Monat, die beste Pflanzzeit ist für wurzelnackte Bäume. Wir freuen uns über euer großes Interesse an unseren Videos, würden uns natürlich auch freuen, euch vielleicht schon bald persönlich in unserer Baumschule kennenzulernen und schicken euch mit diesen Worten schöne Grüße aus Poisdorf.